Moment, das Telefon klingelt, ich bin gleich wieder da. So, bin wieder da. Ja. Jetzt wollte ich die Spikes befestigen. Das sind die Bomben. Wir haben Bomben? Achso, Bone. Mein Gott, ey. Bone Spikes. Ja. Also, wie man sieht, es klappt wunderbar. Jetzt werden wir da auch noch einen höher machen, damit es auch gleichmäßig aussieht. Ja. Moment. Warum denn schwer machen? So, sobald hier irgendwas gegenspringt, EC wird Schaden bekommen. Puh, wir müssen uns jetzt richtig böse anstrengen. Oh, hatte ich schon Angst, dass mir was passiert. Weil ich will diese scheiß Shadow-Truhe öffnen und ich habe keine Ahnung mehr, wo sie war. Aber ich will die Shadow-Truhe. Heißt, erstmal packen wir uns die beiden netten Sachen ins Inventar. Blue Moon kann erstmal weg. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht so. Beef, Junge, komm her, du Quille. Beef. Ich werde auch so ein endkrasser Hip-Hopper. So richtig sticke. Ich glaube, wir sollten einfach den Ozean in die Hellworld leiten. Dafür bin ich gerade irgendwie. Dann löschen wir die Hellworld und haben damit das Spiel durchgespielt. Nein, natürlich nicht. Kein Fallschaden, was ist denn da los? Okay. Es ist immer noch relativ zu viel Wasser hier drin. Aber wo sollte das denn sonst noch hin? So, kleine Taupartie, da sind wir wieder. Ich glaube, die Shadow Chest war relativ weit links, wenn ich mich nicht irre. Hier können wir es noch hinleiten, aber... Also nicht die Shadow Chest, sondern... Natürlich das Wasser. So, 400 Leben haben wir, das ist gut. Wo wir gerade Schaden reinbekommen haben, komischerweise. Regeneriert sich anscheinend relativ schnell. Okay, hier könnten wir auch noch... ...das Wasser irgendwie hinleiten, falls wir es hinbekommen sollten. Erstmal kurz möchte ich jetzt die Fledermäuse töten, so. Da ist noch eine. Warum wachsen hier denn Blinkroots? Seid ihr bekloppt? Spelunkers Potion wäre natürlich auch noch nett, aber haben wir gerade mal nicht. Ah, scheiß Fallschaden. So, irgendwo war hier ganz weit außen. Hey. Hinten ist ein Demon, vorne ist ein Demon. So, leider nicht das Buch getroffen, natürlich. Wenn es tropft, fällt es natürlich sofort in die Lava. Das regt mich immer auch auf, ey. Tag davor oder so im Terraria-Wiki geguckt, was es noch so für Items gibt. Habe ich dieses Buch gesehen, relativ geringe Tropfchance. Es droppt das Buch und es fällt in die Lava. Na, keine Lust zu spielen? Ja, anscheinend schon, aber... nicht getroffen zu werden. Ist natürlich auch eine gute Taktik. So, dank kein Knockback sind die Viecher jetzt auch relativ einfach als vorher. Da ist die Shadow Chest. Gold! Gold! Also erstmal ist es das mit dem und das mit dem. Die Dinger machen richtig gut Schaden.
schon mal. Oh, 36, ja. Ich setze trotzdem noch auf Nahkampfwaffen. Bin ich mit groß geworden. Hat mein Real-Life-Orc ja. Wohlbemerkt, Real-Life-Orc ja auch. Ich bin nämlich Lapa und habe mir da einen schönen Orc zusammengestellt. Der echt gut abgeht, die Leibwache meines Obrocks. Also nicht meines Obrocks, sondern der Obrock meines Clans, beziehungsweise nicht mein Clan, sondern ich bin auch nur Anhänger von, also nicht jetzt falsch verstehen, dass ich der Clananführer bin oder so. Nein, ich bin nur eine kleine Leibwache, relativ dumm, stur und ehrenhaft. Also wenn hier, da hinten ist ja dann irgendwann das Ende der Welt. Heißt, wir müssen jetzt eher hier so gucken, wo denn noch eine Truhe ist. Denn dann können wir die Darklands bekommen. Darklands können wir noch bekommen und irgendwas gibt es hier, glaube ich, noch. Ich glaube Sunfury. Sunfury? Sunfury. Müsste es eigentlich sein. Ja, ich muss auf meine Potions achten, ich weiß. Waterwalking wäre noch nicht mal so fatal, wenn das auslaufen würde. Also auch schon, aber nicht so. Oh, jetzt komm schon hier. Gerade sagen, ich glaube in die Richtung waren wir noch nie so weit. Da unten sieht man Dirt. Da ist ein Life Crystal. Ich glaube in die Richtung waren wir noch nie so weit. Nehmen wir uns doch mal die Molten Hammer, holen uns hier den Life Crystal. Was kann denn hier von mal weg? Gel haben wir sowieso genug. Okay, hier scheint auch nichts großartig mehr zu sein. Hier ist noch eine Hellforge, haben wir auch genügend von. Denn jetzt hoch? Ja, blöde Frage, wie wir jetzt hier weiterkommen eigentlich. Do. Okay, da oben ist soweit nichts. Dann gehen wir hier mal kurz rein. Ja, ich sehe, da kommt so ein scheiß Wurm. Man nicht beim ersten Mal tot, schade eigentlich. Ist gerade die Hellforge verschwunden? Eigentlich sollte die Hellforge Lava davon abhalten, dass sie verschwindet, aber wenn Hellforge. Hab ich zumindest ein Video gesehen. Alter, was geht denn jetzt hier mit den Monstern ab? Da ist eine Shadow Chest! Gehen wir natürlich auch gleich hin. Okay, hier ist heute nichts mehr drin. Wir haben die Darklands! Geile Kacke! Darklands ist richtig, richtig geil. Jetzt fehlt uns eigentlich noch der Sunfury. So, auch tot. Okay, wie sollen wir denn hier jetzt weiterkommen? Hier oben drüber. Jo, es scheint so Wunderbärchen. Warum ist der Bärchen wund? Weil das kann man. Spelunkers hört gleich auf. Iron Skin hält auch nicht mehr allzu lange. Da ist ein Life Crystal. Hier ist soweit nichts. Boah, ist das anstrengend hier hochzukommen, ey.
Iron Skin haben wir uns, Iron Skin, heißt das Iron Skin oder Obsidian Skin? Obsidian Skin. Iron Skin war nur mehr Defense. Fällt mir gerade so pauschal auf. So, jetzt kommen wir da schon mal weiter durch. Ach du Scheiße, was geht hier ab? Alter Falter. Was zur Hölle? Jetzt haben wir auch noch das Demon Size, so wie es ausgesprochen wird. Keine Ahnung. Wenn wir jetzt noch Sun Fury finden, leck mich fett und dann noch genug Hellstorm Farm für die Axt. Axt sage ich schon. Für Pickaxe. Dann wäre ich echt überglücklich. Wobei, ich bin jetzt schon überglücklich, alter Falter. 4 Gold haben wir auch schon wieder im Inventar. So. Können wir die Darklands mal kurz tauschen? Wo sind die? Okay, hier scheint auch keine Truhe so weit zu sein. Scheiße, ey. Hier ist auch keine Truhe. Aua, nicht unter mir scheinen, das ist uncool. Toll, jetzt wollte ich auch mal die Demon Size gegen verwenden, damit man weiß, wie es ist. Ist hier noch eine Truhe? Nein, aber eine Bombe. Sieht den halt auch noch lang genug. Ich hasse diese Viecher. Moment, da ist doch ein Durchgang. Nutzen wir den noch einfach mal. Tolly ist auch soweit nichts. Aber Health down. Okay, aber nicht wirklich viel. Oh, geil, ey. Wie viele neue Waffen haben wir jetzt und neue Items und Co.? Was ist das denn? Mana Regeneration. Okay, braucht man nicht wirklich. So, hier will ich mal kurz was machen. Wo ist es? Funktioniert das?